Jetzt ist endgültig alles aus und vorbei. Ex-TV-Moderator Stefan Raab hat seine Anteile in Höhe von 12,5% an der TV-Produktionsfirma Brainpool verkauft. Mit 62,5% Anteilen gehört Brainpool fortan zum französischen Medienunternehmen Banijay. Zum Kaufpreis liegen jedoch keine Informationen vor. Bereits 2009 kauften die Franzosen 50% von Brainpool. Raab ist jedoch Hauptgesellschafter der Brainpool-Tochter Raab TV. Doch damit nicht genug. Banijay habe laut eigenen Aussagen 2018 weiter vor, in Deutschland Fuß zu fassen. Nach Brainpool wird der zweite Schritt sein, mit Banijay Productions Germany eine zweite Produktionsfirma aufzubauen. Eine Stellungnahme von Brainpool selbst ist bislang ausgeblieben. Die Kölner Produktionsfirma wurde 1994 gegründet. Seit 2007 war Raab einer der vier Gesellschafter, die jeweils 25% Anteile an dem Unternehmen besaßen, bis Banijay von jedem Gesellschafter 12,5% abkaufte. Zu den bekanntesten Produktionen gehören TV Total samt aller Ableger wie beispielsweise Schlag den Raab oder auch Ladykracher mit Anke Engelke und auch die Serie Stromberg.